Hallo Freunde! So gut wie jeder von uns hat als Kind mit Lego gespielt und die meisten sind heute noch heimliche Fans. Auch wenn wir kein Lego mehr zu Hause haben, betrachten wir doch immer wieder gern, was für unglaubliche Dinge damit gebaut werden. Es gibt Menschen, die wirklich viel Zeit und Mühe in Lego stecken. Was dabei rauskommt, ist einfach nur genial. Heute die 7 erstaunlichsten Dinge, die aus Lego gebaut wurden. Los geht's! Flugzeugträger. Dieser originale Flugzeugträger ist das größte Lego-Schiff, was jemals gebaut wurde. Es ist ganze 7 Meter lang und 1,70 Meter hoch. Finden kann man es im Sea Air Space Museum in New York. Die Kosten für das Modell belaufen sich auf etwa 8.700 Euro. Das Lego-Schiff ist ein genauer Nachbau des Intrepid, einem Flugzeugträger aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Intrepid hat eine beeindruckende Länge von 273 Metern und ein Gewicht von 42.000 Tonnen. Heute ist das Schiff ein Museum und jeder kann es betrachten gehen. Gigantischer Nintendo DSi. Diese Lego-Konstruktion von einem Nintendo DSi wurde im April 2009 aus 51.324 Teilen von Sean Kenny erstellt. Es dauerte über 200 Stunden, bis der DSi aus Lego fertiggestellt war. Er misst eine Breite von 2 Metern und wiegt 113 Kilogramm. Es wurde jedes Detail mit eingebaut, sogar auf dem Bildschirm. Die gigantische Lego-Skulptur kann man im Rockefeller Center in New York betrachten. Space Shuttle. Auf den ersten Blick wirkt es wie ein echtes Space Shuttle, aber es ist das Ergebnis von zwei Lego-fanaten Japanern. Sie verwendeten 65.000 Teile und brauchten ganze 1.590 Stunden, um dieses beeindruckende Werk zu schaffen. Es ist zurzeit das größte Space Shuttle aus Lego. Des Weiteren besitzt es eine komplette Nachbildung der NASA-Startvorrichtung und Special Effects, die es echt wirken lassen. Zu finden ist es im Nazoo Highland Park in Japan. Airbus A380. Der Lego-Fan Ryan McNorth, auch bekannt als The Brickman, verbrachte mehr als 8 Monate damit, einen Qantas Airbus A380 in seiner Garage zusammenzubauen. Der Lego Airbus ist 2,20 Meter lang und hat eine Flügelspannweite von 1,80 Meter. Im Innenraum kann man sehen, was sich so in einem Passagierflugzeug abspielt. Ryan hat rund 4.200 Euro für sein Meisterwerk ausgegeben, welches er für das Brickworld Lego Event in Chicago, USA baute. Ryan hatte mal für eine Fluglinie gearbeitet, so konnte er sich internes Wissen über Flugzeuge aneignen. Anders wäre es auch kaum möglich gewesen, an Informationen über Flugzeuge zu kommen, da durch die terroristischen Aktivitäten rund um die Welt Informationen über diesen Bereich geheim gehalten werden. Laut Ryans Aussage war der Airbus A380 seine bislang größte Herausforderung. Lego V8 Motor. Aus 2817 Einzelteilen baute der Niederländer Barry Bosman einen kompletten V8 Motor mit Elektroantrieb. Lichtblitze zucken durch Schläuche, die Zylinder stampfen und der Lüfter surrt vor sich hin. Barry Bosman hat den V8 Motor aus Lego-Steinchen bis ins letzte Detail durchdacht. Bosmans V8 Lego Motor ist nicht nur deshalb so beeindruckend, weil er 45 cm lang, 25 cm breit und 35 cm hoch ist, sondern weil er einen Automotor nachbildet mit allem drum und dran. Die komplette Planung und der Bau des V8 Motors, den ein kleiner Elektroantrieb am Laufen hält, dauerten ein halbes Jahr. Lego Flechtmaschine. Selbst eine Flechtmaschine lässt sich aus Lego konstruieren. In der Lego-Szene ist Nicolas Lespour aka Nico 71 kein Unbekannter. Der Maschinenbauingenieur aus Frankreich konstruiert mechanische Rechenmaschinen, Webstühle oder funktionsfähige Uhren komplett aus bunten Bauklötzen. Die Maschinen sind derart optimiert, dass kein Stein überflüssig erscheint und die extrem kompakten Bauformen eine ganz besondere Faszination ausstrahlen. Bestes Beispiel: die Seilflechtmaschine, die mit ihren rotierenden Spulen und Trommeln einen Strick aus 5 Einzelsträngen flechtet. Dieses Seil wird am Ende auf einen Zylinder gewickelt, der über einen Zuführungsmechanismus mit Selbstumkehr verfügt. Lego-Tastatur. Jason Ellman hat eine PC-Tastatur aus Lego-Bausteinen nachgebaut, die voll funktionsfähig ist. Auf den ersten Blick sieht die Tastatur von Jason Ellman zwar sehr farbenfroh und etwas zerklüftet aus, aber ansonsten ist es eine komplett normale Tastatur. Sämtliche Teile sind aus zahllosen Lego-Steinen nachgebaut worden. Die aus den bunten Kunststoffsteinen gefertigte Tastatur ist mit Tasten bedruckt, die von Lego mit Buchstaben und Zahlen bedruckt wurden. Das heißt, es handelt sich nicht um aufgeklebte Beschriftungen. Diese Tastatur ist ideal für Leute, die beim Arbeiten oder Zocken ein Stück Kindheit immer dabei haben wollen. Was für geniale Dinge manche Menschen aus Lego erschaffen. Einfach nur unglaublich. Wie stehst du zum Thema Lego? Und welche der im Video gezeigten Werke findest du am besten? Teile uns doch deine Meinung in den Kommentaren mit. Danke fürs Zuschauen. Like und teile das Video auf deinen sozialen Netzwerken. Abonnier den Kanal, falls es dir gefallen hat. Und ich bin so schnell wie möglich mit einem neuen Video für dich am Start.